Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, Sie auch. Wolltest du noch reinkommen? Nee, dann komm. Ja, ich möchte ganz kurz vorstellen, wer hier denn vorne sitzt. Das ist zum einen der Till Haupt, Mitglied im Vereinsvorstand und auch im Vorstand der Genossenschaft, der Genossenschaft von 2010 EG. Dann haben wir hier Theo Bruns, der gleich ein bisschen über das inhaltliche Programm berichten wird. Und Marcella Cilewski, der Name, ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten auszusprechen. Ich bin Christine Ebeling und wir wollen heute über die Fabrik, in der wir hier oben sitzen, im Seminarraum übrigens, sprechen und auch ein bisschen rückblicken, was denn bislang passiert ist. Wir hatten ja im letzten Jahr, fast genau vor einem Jahr, nach Schwierigkeiten während der Sanierung, aber auch in den Verhandlungen zur Selbstverwaltung einen Planungsstopp erwirkt. Das war im Februar 2015. Jetzt, ein Jahr später, sind wir einiges weiter. Und in dieser Runde, die diesen Planungsstopp verabredet hat, mit der Stadt, mit dem Bezirk, mit den Behörden, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir drei Arbeitsgruppen einrichten. Das eine ist die AG 1 gewesen zum Thema Selbstverwaltung. Das zweite ist die AG 2 zu diesem Thema, nämlich Fabrik, Betrieb der Fabrik, Zukunft der Fabrik. Und die AG 3 zum Thema Zukunft der Sanierung, Eigentumsfragen und Ähnliches. Wir fangen jetzt mal damit an, dass Till Haupt über das Ergebnis der AG 1 berichtet. Diese ist nämlich bereits abgeschlossen. Und ich übergebe deshalb an das Mikrofon, danach geht es mit der AG 2 weiter. Ja, auch von mir schönen guten Tag. Ich fange nochmal ein bisschen weiter vorne an. Also nachdem durch das integrierte Entwicklungskonzept 2010 und den Kooperationsvereinbarungen 2011 klar war, was hier passieren wird, hatten wir uns ja auch 2010 schon entschieden, eine Genossenschaft zu gründen, gerade weil sie die unseres Erachtens nach die größtmögliche Flexibilität darstellte, bot, um auf alle Formen, die in Zukunft auf uns zukommen, Eigentumsübergänge und so weiter einzugehen und darauf zu reagieren. Nichtsdestotrotz kam es dann 2015 in Verhandlungen zu einem Stocken, was vor allen Dingen dadurch argumentiert war, dass die Stadt unserer Auslegung nicht folgen wollte, dass es möglich ist, auch fremdes Eigentum durch eine Genossenschaft zu verwalten und im Zusammenhang damit Genossenschaftsanteile für die zu vermietenden Objekte einzufordern. Das hat dann leider ziemlich lange gedauert, nämlich genau bis September 2015, bis wir den zweiten Anlauf mit unterschiedlicher Besetzung auf Seiten der Stadt dann die Stadt davon überzeugen konnten, dass das möglich ist. Und so sind wir dann seit September 2015 haben wir einen Generalmiet- und Verwaltervertrag vor allen Dingen für die fertigen Häuser. Die Kupferdiebe in der Kaffermacherreihe, das Haus, wo früher die Rahmenwerbung dran war, jetzt das schöne Bild von, hilf mir kurz, Theo. Lobos, genau. Genau, das war ja schon im Februar fertig, zunächst noch zwischenzeitlich von der Steg verwaltet, dann auch mit dem General- und Verwaltervertrag von uns übernommen. Jetzt im November letzten Jahres kam das Juppie-Haus dazu, auch in der Kaffermacherei das Eckhaus. Und letzte Woche, am 28. Februar, wurde da höchst feierlich eröffnet. Die ganzen Wohnungen wurden der Öffentlichkeit präsentiert. Wir hatten Tag der offenen Tür, wurde gut angenommen, gut besucht. Was ist da los? Kann da mal jemand runtergehen? die Leute konnten sich einen Einblick davon gewähren, wie das dann mit dem Wohnen, Arbeiten und Leben hier im Viertel funktioniert. Das waren ja mal die drei Säulen, Kultur, soziales Zusammenleben und ein Gestalten dieses Zusammenhaltes. Genau, insofern war dann der Verhandlungsauftrag der AG 1 auch damit beendet, dass wir eben diesen Generalmietverwaltervertrag zunächst einmal beschließen konnten. Und wir konnten uns voll und ganz der Aufgabe der AG 2 widmen, nämlich genau dieses letzte fertiggestellte Haus, die Fabrik, auch in Verwaltung zu übernehmen. Letzten Endes kam es auch dazu, dass die Genossenschaft das Gebäude von der Stadt übernommen hat und an den Verein in voller Gänze vermietet. Und dazu wird uns Christine Ebeling noch ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Also wir haben dieses Gebäude übernommen. Und zwar im Dezember, Anfang Dezember, am 7. Dezember war hier die Schlüsselübergabe. Wir hatten sozusagen die Übernahme eines
kann man sagen, veredelten Rohbaus. Joachim Reinig sitzt auch hier, falls da noch Fragen zum Gebäude aufkommen sollten. Das heißt, wir haben hier verabredet vorher schon, dass wir die Malarbeiten machen, dass die Elektrik von uns eingebaut wird, dass wir uns um die Versiegelung und Verschönerung der Fußböden kümmern und so einiges anderes auch und auch für die Ausstattung natürlich selber sorgen. Darauf gehe ich aber erst später noch mal ein bisschen näher ein. Auch auf die Ergebnisse dieser Verhandlung gehe ich erst ein bisschen später ein, denn eigentlich sind wir ja hier, um zu feiern, dass wir dieses Haus demnächst komplett offiziell eröffnen. Jetzt für dieses Wochenende ist sozusagen erstmal so eine Art Preview angesetzt mit dem großen Programm. Und wir wollen natürlich auch alle Räume öffnen. Wir wollen zeigen, was hier die Zukunft für Hamburg bringen soll. Deshalb gehe ich jetzt einmal verbal durch die Räume. Und zwar sitzen wir hier in diesem Raum im sogenannten, schon damals sogenannten Prinzessinnenzimmer. Und dieser Raum ist für uns eigentlich mit der wichtigste, kann man sagen, mit den öffentlichen Flächen und die Veranstaltung und den Galerieraum. Denn dieser Raum wird der Seminarraum werden. Ein Raum, der wirklich dafür da ist, wofür wir eigentlich auch immer angetreten sind, nämlich für Politik, Soziales und Kultur, für Bildung vor allem. Und hier wird es ein Programm geben, was zum einen selber Bildungsangebote schafft, zum anderen kann dieser Raum aber auch in Zukunft angemietet werden. Genau gegenüber, auf der anderen Seite, befindet sich die Fotofabrik. Das ist sozusagen ein offenes Fotostudio, auch für die verschiedensten Nutzungen. Auch Kursangebote sollen da gegeben werden. Dann, wenn wir ein Stockwerk weiter runtergehen, man hörte das eben auch, da ist noch eine Baustelle. Wir freuen uns sehr, dass das freie Senderkombinat hier einziehen wird. Das wird noch ein bisschen dauern, also da werden wir wahrscheinlich erst im Ende Mai, Anfang Juni mitrechnen können, dass wir hier sozusagen eine Sendestation vorfinden mit eigenem ständigen Programm. Vielleicht Werner vom FSK ist auch hier für Fragen. Ihr müsst ja umziehen, dann gab es Probleme mit auch Mieterhöhungen und Schwierigkeiten, wie wir das in Hamburg nun mal kennen. Also hier können wir glücklicherweise Platz bieten, eine Ausweichfläche sozusagen, aber auch langfristig für das freie Senderkombinat. Darunter übrigens die Etage auch, da werden dann die Büros sein, hier direkt unter uns wird das Studio sich dann befinden. Auf der anderen Seite, wiederum ein Stockwerk drunter, wird sich die Probebühne einfinden, beziehungsweise noch ist es ein leerer Raum, aber er steht zur Verfügung und da wurde sehr lange für gekämpft. Ich glaube, Greta kommt auch gleich noch, kann da vielleicht später auch noch mehr zu sagen. Sehr lange wurde darum gekämpft, dass es für die freie Theaterszene einen Raum gibt, der finanzierbar ist für Proben, für Ausprobieren, vielleicht auch mal für Scheitern. Dieser Raum ist für dieses Jahr finanziert, für das nächste Jahr sieht es da schon ein bisschen schwieriger aus. Die freie Theaterszene hat es in Hamburg nicht leicht. Es gibt unglaublich viele sehr, sehr experimentelle und sehr kreative Gruppen und Raum in Hamburg ist teuer, das wissen wir leider alle. Aber die Probebühne hat es geschafft, zumindest erst einmal für dieses Jahr einen Raum zu sichern, in dem alle niederschwelligst Zugang haben und üben und proben können und natürlich auch zeigen können. Darunter wird sich dann der Bewegungsraum etablieren. Der Bewegungsraum steht ja allen Choreografen, aber auch Sportlern und anderen zur Verfügung. Es wird da Tanzkurse geben, alles Mögliche. Das wird sich auch am Wochenende zeigen. Da gibt es schon mal so eine Art Preview und man kann ein bisschen hier und da reinschnuppern in den Kurse. Darunter befindet sich die Farbfabrik. Die Farbfabrik beheimatet sozusagen eine Siebdruckwerkstatt und eine Art offenes Atelier, was vielen, vielen Menschen zur Verfügung stehen soll. Auch dort werden Kursangebote sein und auch Atelierfläche, die temporär zu mieten ist. In Planung ist zum Beispiel auch, wir hatten hier letztens in der Galerie links-rechts und im Raum links-rechts eine Ausstellung von Assem Rahima, ja. In dem Rahmen, also der übrigens in der Schlankenburgs Allee Camp untergekommen ist, ein Innenausstatter, Innenarchitekt und Künstler, der bei uns ausgestellt hat und im Rahmen dieser Ausstellung haben wir schon beschlossen, dass wir dieses Atelier auch anderen Refugees zur Verfügung stellen, die unbedingt Raum brauchen, arbeiten zu können. Übrigens auch schon Sprachkurse finden für verschiedene Gruppen hier statt, Deutschkurse. An dieser Sache arbeiten wir inhaltlich auf jeden Fall weiter und wollen noch mehr Angebote schaffen.
Wenn wir dann nach nebenan gehen, im ersten Stock, gegenüber der Farbfabrik, wird sich eine Küche einrichten. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ähnlich wie beim FSK wird es so sein, dass wir die wahrscheinlich erst im Sommer eröffnen. Und darunter befindet sich dann im Erdgeschoss oder im Hochparterre, besser gesagt, befindet sich jetzt ein neuer Galerieraum. Früher schon als Galerie betrieben. Wir haben einen neuen Namen gefunden. MOM heißt er, MOM Art Space. Und wir freuen uns ganz besonders, diesen jetzt morgen offiziell eröffnen zu können, auch mit einem Gruß von der Senatorin Professor Barbara Kisseler. Und gegenüber davon wird sich der Veranstaltungsraum öffnen. Auch dieser hat einen neuen Namen bekommen. Wow, ist der Name. Und in diesem wird ein großes Programm stattfinden. Die Programme habe ich übrigens auch ausgelegt, da können alle noch mal reinschauen. Ich will jetzt hier, sonst wird das zu lange dauern, inhaltlich nicht so sehr drauf eingehen. Kurz noch mal auf unseren Künstlerball Lobowitz zurückkommen. Es wird für uns auch ein bisschen eine Überraschungsausstellung. Er ist, glaube ich, jetzt gerade noch am Einrichten. Wir gehen nachher einmal durchs Haus und werden auch ihn kurz besuchen gehen. Baldur ist ein Künstler, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist zum Beispiel einer der Künstler gewesen, der damals kurz nach der Besetzung in der Galerie Speckstraße ausgestellt hat und damals mit einem ziemlich ja, überraschenden, aber auch ziemlich aufregenden Projekt hier aufgetreten ist. Er hat nämlich damals ein Abrissfahrzeug der Firma beauftragt, die hier eigentlich das Gängeviertel niederreißen sollte, zu großen Teilen. Und dieses Abrisswerk, dieses Knabberer, hat dann eine echte Birne in den Ausstellungsraum in der Speckstraße gelegt, sozusagen symbolisch darauf hingewiesen, was diesem Viertel gedroht hatte, als wir das noch nicht sichern konnten. Und Baldur eröffnet halt in diesem Rahmen von diesem Eröffnungswochenende nun unsere neue Galerie MOM Art Space. Wir wissen noch nicht genau, was passiert. Es wird auch eine überraschende Performance geben morgen Abend. Und lassen uns einfach mal von ihm mal wieder vorführen, was er auch politisch als Künstler drauf hat. Gegenüber dann, wie gesagt, im Veranstaltungsraum freuen wir uns ganz besonders, am Freitagabend Knarf Bollung und Marc Bombastik zu begrüßen und den Woodchor. Und am Samstag, das ist uns eine ganz besondere Freude, da übergebe ich jetzt gleich mal an Theo Bruns, denn er wird uns berichten, was am Samstagabend dort passiert. Ja, der Name Wow passt also auch hervorragend zu der Vorstellung des Buches, das ich am Samstag moderieren darf. Es handelt sich also um ein Buch, dessen Veröffentlichung eigentlich seit langem überfällig ist, und zwar um das Buch Recht auf Stadt, auf Französisch Droit à la Ville. Es ist eigentlich unglaublich, dass ein Buch, was eine ganze Bewegung inspiriert hat, auch in Hamburg, eben das Netzwerk Recht auf Stadt, das ja parallel also mit der Besetzung und kulturellen Inbesitznahme des Gängeviertels im Jahr 2009 entstanden ist, bisher nie ins Deutsche übersetzt wurde, obwohl es bereits im Jahr 1968 publiziert wurde. Der Autor ist Henri Lefebvre, ein französischer Philosoph und Stadttheoretiker, 1901 geboren, 1991 gestorben, Mitglied der Renaissance und dogmatischer Marxist, Vordenker der Mainrevolte in Frankreich, und er hat eigentlich als einer der ersten die Stadt in das Zentrum der theoretischen Reflexion und der politischen Praxis gerückt und also einen emphatischen und utopischen, die Stadt als einen emphatischen utopischen Ort begriffen, der also noch in der Zukunft zu verwirklichen ist, im Gegensatz also zu der kapitalistischen Stadt, die auf funktionellen Trennungen beruht. Und sein Grundgedanke ist der der Wiederherstellung, also der Einheit von Arbeiten und Wohnen, Leben, Politik und Kunst, und passt also auch insofern sehr gut zum Gängeviertel. Und er betrachtet auch die Stadt als Werk und nicht als Produkt, als Gebrauchswert und nicht als Tauschwert, stellt sich also gegen die Ökonomisierung des Sozialen und des Urbanen und ist von daher hochaktuell, und das Gängeviertel ist genau der richtige Ort, um dieses Buch vorzustellen. Das wird vorgestellt werden von, zunächst mal ganz wichtig, das Verdienst, dieses Buch endlich ins Deutsche übersetzt zu haben, gebührt dem Hamburger Verlag Edition Nautilus, und es wird vorgestellt werden von einem literarischen Quintett, das ist also ein wirkliches Dreamteam, an erster Stelle die Verlegerin Hanna Mittelstädt von der Edition Nautilus, dann Christoph Schäfer, der auch hier vielen bekannt sein wird,
als Mitschöpfer von Park Fiction, jetzt von der Planbude, seit von Beginn an aktiv im Recht auf Stadtnetzwerk, Künstler und Performer, aber darüber hinaus auch Petra Barz vom Schwabingblatt Ballett, Nicole Vrenigor, die hier, glaube ich, 2010 die erste Recht auf Stadtkonferenz organisiert hat, und Nils Böing, der noch im letzten Jahr hier im Gängeviertel sein Buch von Wegen, Überlegungen zu einer Stadt der Zukunft, vorgestellt hat. Also es wird, glaube ich, eine sehr spannende Veranstaltung, und ich möchte damit schließen, also dass ich glaube auf Seite 155 Lefebvre davon geschrieben hat, dass die Stadt der Zukunft in der Lage sein müsste, also Räume zu ermöglichen, die die Verwirklichung des Glücks erlauben. Und ich denke, also das Gängeviertel ist sehr oft nervenaufreibend, aufregend und kräftezehrend, aber es gelingt auch hier immer wieder, so etwas, zumindest Momente vom Glück zu realisieren, und darüber freue ich mich sehr. Ja, und nachdem es am Samstag diese tolle inhaltliche Veranstaltung gibt, haben wir auch am Sonntag eine tolle Veranstaltung, und zwar um 17 Uhr. Und da gibt es eben von David Templin einen Vortrag zu Freizeit ohne Kontrolle, Jugendzentrumsbewegung und selbstverwaltete Zentren in den 70er Jahren. Da wird uns eben der Historiker David Templin eben sein Buch zur Bewegung vorstellen, was er eben geschrieben hat. Und aber auch, und das ist für uns sehr wichtig, eben über Geschichte und die Aktualität selbstverwalteter Kulturzentren diskutieren. Und die Aktualität ist eben insofern gegeben, weil eben zum einen ging es damals auch um eine radikale Selbstverwaltung, worum es uns eben auch hier geht. Und sie übten unter anderem auch eine große Kritik eben an kommerziellen Freizeiteinrichtungen. Und eben ein Punkt, der uns auch besonders wichtig ist und wo es eben auch darum eine Kritik, also damals auch schon eine Kritik gab, da ging es eben darum, dass der Senat eben die Finanzierung der selbstverwalteten Jugendzentren übernehmen sollte. Also das war eben so eine Forderung von damals, ohne eben so eine Kontrolle auszuüben oder sich in die Programmgestaltung einzumischen. Und dafür steht natürlich auch die Fabrik, und deshalb wird es wahrscheinlich sehr interessant werden, und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, das Thema Finanzierung, das greife ich jetzt mal auf. Denn man kann sich vorstellen, in dieses Haus ist eine ganze Menge Geld geflossen. Ich habe diese Zettel auch schon ausgelegt, aber ich will jetzt auch mal kurz auch das erwähnen und auch nochmal ein Dankeschön aussprechen. Denn viele, viele Gelder sind hier zusammengeflossen, zusammengetragen worden. Es gibt natürlich dabei auch eine bittere Pille, die werde ich auch gleich nochmal ganz kurz auf die Zunge legen. Genau, es ist so, dass dieses Haus gefördert wurde, und zwar in erster Linie von der Stadt. Die Summen, wie gesagt, sind hier auf dem Zettel auch zusammengefasst, wenn da Nachfragen sind. Es gibt auch Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adressen. 1,5 Millionen sind hier eingeflossen, und zwar aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020, vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, 400.000. Und zusätzlich wurde dann auch noch der Kredit aufgenommen von der Steg. Der ist jetzt natürlich abzuzahlen. Der schlägt sich in den Mieten wieder, die wir haben. Das ist eine reine Kostenmiete. Die glücklicherweise, und das ist eine lange Verhandlung gewesen, jetzt komme ich auf dieses Thema AG2 zurück, die sich mittlerweile bei 2,54 Euro belaufen. Das hört sich verdammt günstig an. Wir haben dazu obendrauf noch die 3,50 Euro Betriebskosten. Da hoffen wir, dass sich das als ungefähr gerechtfertigte Zahl entwickelt, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten. Denn insgesamt haben wir hier eine Mietbelastung, die eigentlich unseren Betrieb, wie wir ihn uns vorgestellt haben, für diese Stadt erschwert. Unser Angebot soll niederschwellig sein. Unser Angebot soll in erster Linie für die Menschen sein, die Kultur sich nicht unbedingt leisten können. Und vor allem wollen wir hier durchaus sehr viele Bildungsangebote schaffen, eben auch für Menschen, die sonst Schwierigkeiten haben, solche Angebote in der Stadt wahrzunehmen. Das heißt, unser Betrieb soll ein soziokultureller sein. Wir haben schon damals mit der Gründung auch der solidarischen Raumnahme, da übergebe ich auch gleich nochmal weiter, dafür gekämpft, dass es neben den Kategorien Gewerberaum und Wohnraum eben auch die Möglichkeitsräume gibt, und diese eigentlich ohne Miete an Menschen zu vergeben sind, die ihre Arbeit in eben solche Angebote stecken und ehrenamtlich und freiwillige Arbeit leisten. Das haben wir in den Verhandlungen natürlich auch immer wieder betont.
Wie gesagt, ganz ist das Ergebnis so nicht, wie wir uns das gewünscht haben. Aber wir haben zumindest geschafft, für dieses Jahr, also für das erste Betriebsjahr der Fabrik, auch nochmal eine Förderung zu bekommen. Das möchte ich auch nochmal hier betonen und Dankeschön sagen. Und zwar einmal an die BSW, die uns nochmal für die Erstausstattung und für den Ausbau der sogenannten Rohbaus 50.000 Euro zugesprochen hat. Und auch von der Kulturbehörde als Mietsubvention gab es auch nochmal 50.000 Euro für das erste Betriebsjahr. Wir haben dann vom Quartiersfonds 2016 nochmal 13.000 Euro hinzugeschossen bekommen und dann weitere Unterstützung auch aus dem Bezirk, Sondermittel des City-Ausschusses, das waren 2.000 Euro. Und glücklicherweise jetzt auch ganz kurzfristig von der Initiative Musik im Rahmen der Digitalisierung der Aufführungstechnik auch nochmal um die 7.500. Das heißt, wenn wir gleich nochmal runtergehen alle zusammen, sehen wir da auch wahrscheinlich Peer, unseren Haustechniker oder Techniker, wie er die entsprechenden digitalen Beleuchtungsmittel und Ähnliches anschließt. Also es ist eine ganze Menge Geld zusammengekommen, da freuen wir uns sehr und sagen auch nochmal an dieser Stelle herzlich Dankeschön. Aber es wird trotzdem schwierig. Wie sich alle vorstellen können, ist so ein Betrieb wie dieser, den wir eben ganz kurz umrissen haben, von diesen verschiedenen Flächen und Angeboten, sehr, sehr aufwendig. Wir wollen natürlich dieses Haus möglichst viel offen halten, sprich mindestens 12 Stunden am Tag wäre eigentlich wünschenswert. Dafür braucht es aber sehr, sehr viele Menschen. Und wir sind ein Riesenbetrieb der Freiwilligkeit geworden und haben eigentlich in unserem Betriebskonzept auch vorgesehen, dass wir zumindest sukzessive hier Stellen schaffen können, dass Menschen sich nicht ständig selbst ausbeuten und eventuell auch hier eine Lebensgrundlage für sich finden können. Und genau dafür reicht das Geld in der Stelle erstmal nicht aus. Das heißt, wir kämpfen weiter dafür, dass wir in irgendeiner Art und Weise, ähnlich wie die alten soziokulturellen Zentren, die in Hamburg ja sehr etabliert sind, auch eine Förderung bekommen, um solche Stellen dann zu ermöglichen. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist natürlich auch noch der andere Aspekt, wir wollen natürlich auch die Genossenschaft stärken. Dieses Haus wird, wie Till ja schon berichtet hat, von der Genossenschaft verwaltet, an den Verein vermietet. Der Verein hat teilweise dann eine Untervermietung, zum Beispiel an der FSK oder auch an die Verein Fotofabrik und die Probebühne Verein einen Untermietvertrag. Aber letztendlich, um diese Genossenschaft auch in die Zukunft zu tragen und zukunftsfähig zu machen, sind für dieses Haus 170 Genossenschaftsanteile kalkuliert. Und wir haben schon sehr viele Kulturgenossen gewonnen in der Vergangenheit, aber da hoffen wir natürlich auch auf eine große Unterstützung aller, uns hier zu helfen mit der Finanzierbarkeit und die Genossenschaft zu stärken. Wir können natürlich auch sehr gerne Fördermitglieder aufnehmen in den Verein Gängeviertel e.V. Wir brauchen also da Hilfe, wenn sie von unserer politischen Seite und von der Stadt nicht kommt. Dann hoffen wir natürlich auf das Zusammenhalten aller hier und auf großzügige Förderung und Hilfe und Unterstützung. Natürlich machen wir auch das Angebot an die ganze Stadt, hier mitzumachen, mit Ideen an uns heranzutreten, diese Räume zu nutzen, ob Seminarraum, ob Bewegungsraum, ob alles Mögliche. Die Programme sind schon relativ gefüllt, allerdings haben wir da noch ganz viel offen und wir sind ja auch flexibel, wir wollen uns noch weiterentwickeln. Also gibt es auch da einen Aufruf und ein Angebot an alle, diese Räume hier zu nutzen, ganz fleißig uns zu besuchen und mitzumachen. Ich hatte das eben schon kurz erwähnt, das Thema solidarische Raumnahme, das uns auch immer noch bewegt. Wir haben mitbekommen, was in dieser Stadt sonst noch passiert, was nicht möglich ist. Kurzes Stichwort Pudel, aber auch Kotze. Und da wir uns da natürlich immer solidarisch zeigen und auch mitverfolgen, was sonst passiert, würde ich jetzt einmal ganz gerne noch das Wort zurückgeben an Marjana, die kurz nochmal berichtet, was sozusagen unsere Perspektive über das Gängeviertel hinaus ist, was diese Stadt bewegt. Genau, das soll jetzt so ein Last but not least Punkt sein. Also weil wir natürlich auch Teil der solidarischen Raumnahme sind, zusammen eben mit Centro oder Kurze, Hafenstraße, Pudel und so weiter. Und eben was man bei all den schönen Gebäuden, die dann irgendwie entstehen, nicht vergessen darf, dass es eben trotzdem irgendwie noch umkämpfte Räume einfach sind. Und wie schnell das einfach kippen kann, sieht man eben zum Beispiel an Projekten, die zu unbequem werden. Und aktuell kann man vielleicht so die Repression in der Hafenstraße sich nochmal angucken oder die Kurze, die so gewaltsam geräumt wurde. Und unsere Solidarität ist natürlich mit diesen Projekten, die gerade so schwer umkämpft sind. Und wir wissen aber natürlich auch selbst, also wenn man zu unbequem wird, was dann
passieren kann. Und wir hoffen deshalb eben, dass alles so ist, dass wir alle zusammen eben dieses Projekt als Möglichkeitsraum erhalten können, ohne dass er eben kontrolliert ist, vielleicht durch eine Stadt, die was anderes will, als die Leute, die einfach das hier gestalten. Genau, und nochmal kurz zurück zur Gestaltung. Es liegt hier überall so ein kleines Heftchen aus. Da steht eigentlich nochmal alles in Kürze zusammengefasst drin, was denn hier passieren soll in Zukunft, welche Räume hier zur Verfügung gestellt werden und auch das Programm liegt aus. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle eigentlich nur mal sagen, wie sehr wir uns freuen, dass wir so weit gekommen sind. Wir sehen, dass es überall noch ein bisschen Baustelle ist. Das ist klar. Wie gesagt, im Sommer wird erst ganz offiziell eröffnet werden. Aber wir wollen gleich im Anschluss, wer Interesse hat, noch einmal durchs Haus gehen. Also wollen wir noch mal kurz die Türen aufmachen und reingehen. Mittlerweile sind auch fast alle Gruppen da für noch mal Sonderfragen. Also Greta zum Beispiel und Matti von der Probebühne sind da. Franzi von der Fotofabrik ist da. Wir haben verschiedene Leute, also die auch noch mal detaillierte Fragen beantworten können, vielleicht noch was zu den Räumen sagen können und wollen. Und ansonsten, wie gesagt, das Programm zusammengefasst ist dort auch. Wenn es da noch Nachfragen gibt oder ob jetzt Nachfragen gibt, würde ich jetzt gerne mal einfach in die Runde öffnen. Und wie gesagt, Joachim Reinig vom Plan R, der Architekt dieses Gebäudes, ist auch vor Ort hier und kann auch noch die ein oder andere Frage zu dem Haus beantworten. Ich denke mal, wir gehen auch gleich zusammen. Du kommst mit Joachim, ne, wenn wir durchs Haus gehen. Genau. Also wenn jetzt noch spezielle Fragen sind, Unklarheiten, dann würden wir die jetzt hier beantworten. Oder einfach losgehen. Ja. Ich glaube,